machen. Und dann gehen wir woanders hin. Obwohl, ich glaube, ich werde auch so noch ein bisschen die Karte absuchen. Wie gesagt, ich will alle Items haben. Ich brauche sie alle. Da lang ging's, genau. Eigentlich muss ich ja noch nicht mit Ultan labern, deshalb. Bam! Auf die Fresse! Max schon mal hier noch schön rum. Vielleicht kriegen wir dann noch die Handschuhe auf Stufe 4. Das wäre schon krass, aber ja cool, ne? Auf die Fresse. Hallo. Vor allem, ich überlege gerade, wahrscheinlich machen die Viecher jetzt so wenig Damage, wie sie sonst normalerweise auf leicht machen würden oder so. Keine Ahnung. Könnte zumindest durchaus sein. So, Kopf ab. Gut. Ah, ich will doch nur die scheiß Krähe da töten, na egal. Wie weit sind denn die Handschuhe eigentlich? Wahrscheinlich irgendwie ein Viertel oder so. Oh, viel weniger. Ah, ich wollte es extra schon nicht zu optimistisch einschätzen, aber war ich immer noch viel zu optimistisch. So ist das leider manchmal. So, hier ist aber nichts weiter. Wie ich das so sehe, haben wir auch schon alles abgefarmt ansonsten mit dem Eis und so, ne? Aber ein bisschen gucken muss noch sein. So, einfach mal hier schön lang schwimmen. Lasst mich in Ruhe, Fischis. Haut einfach ab. Aber alle, so. So. Aber ich werde dann eben, wie gesagt, mal so ziemlich alle möglichen Winkel der Erde unter die Lupe nehmen. Also dieser Erde. Ist zumindest so geplant. Ich bin natürlich auch schlau, ich hätte wahrscheinlich viel systematischer vorgehen sollen. Wäre dann wahrscheinlich besser gewesen, aber okay. Ich meine, viel fehlt uns auch nicht mehr. Eigentlich geht es mir jetzt nur noch um das letzte Artefakt und halt auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist da eine. Ach genau, da war ja eine Truhe. Das ist, glaube ich, nur eine Zornkerntruhe. Aber das heißt, die Nur ist ja auch schon nicht schlecht. Dann laufen wir gleich mal hin. Warte mal. Die Welt hat nur eine Ebene. Gut. Ach ja. Nee, nicht, dass ich was hier verpasse. Nicht, nachdem ich ihr Lebensruder verpasst habe. Eigentlich müsste ich eben auch nochmal in allen Dungeons nachgucken. Obwohl ich glaube, dass ich sogar fast alle nochmal... Also, hier bin ich, bei der Quälerin bin ich, glaube ich, ziemlich sicher nochmal rumgelaufen. Aber ich kann ja gleich nochmal gehen. Und sobald du im Dungeon bist, hast du ja auch schon die Karte. Da geht das ja. Und auch wenn das jetzt möglicherweise Zeitverschwendung sein sollte, ne? Ich mach das jetzt, weil ich das mach. Oh, sogar noch ein Lebensstein, wa? Ne, doch, Zornkernstück. Wollte ich gerade sagen. Oh. Ja, ja. Hallo, mein Freund. Ach Mensch, gut, das geht's wieder. Also seht doch mal, wie wenig Damage er nur noch macht. Der hat mich. Ich weiß nicht, wie stark der mich quasi getroffen hat. Mit der Attacke, aber. Das wäre doch unter Umständen sonst viel heftiger gewesen. So, jetzt gib mir das. Jetzt hier nur noch zwei Bruchstücke. Na, von mir aus. Ansonsten haben wir hier alles jetzt abgegrast, ne? Gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz da bei der Quälerin rein zum Dungeon und guck nochmal, aber ich denke mal, da habe ich auf jeden Fall schon alles abgearbeitet. Bei Tiamat werde ich dann auch nochmal nachgucken, bei der Zwielichtkathedrale. Und ich überlege gerade, ich bin... Ach genau, bei dem Wurm. Der Wurm war ja der dritte Auserwählte. Ich wusste dann, dass irgendwas vor der Spinne kam. Das war ja der Wurm, da habe ich ja jetzt nur im Ascheland oft genug rumgeguckt, so. Ich denke mal, da habe ich auch alles. Da gab es, glaube ich, auch gar nicht so viel, weil das hier nur diese schlauchartigen Gänge da waren. Deshalb gucken wir einfach mal hier nach. Aber wie gesagt, ich glaube, hier habe ich auch schon mal alles abgegrast gehabt nochmal. Also hier mal runterspringen. Sind wir jetzt schon bei der... Ne, zählt noch nicht. Hier müssen wir noch weitergehen. Dann gehen wir halt noch weiter. Mir doch egal. Mir doch egal.
So. Aber gleich, gleich sind wir da. Du wirst es sehen. Bestimmt. Das sieht doch jetzt hier schon mal richtiger aus. Ja, das sieht doch schon nach dem Dungeon aus. Da ist alles weg an Items. Hier auch. Gut. Also hier muss ich nicht nochmal hin. Nicht nochmal. Ich habe mir gerade mal ein Schlückchen Wasser genehmigt. Und währenddessen bin ich stumm weitergelaufen. Jetzt darf Krieg aber wieder seine Geräusche machen. Ha, genau so, ne? Und jetzt müssen wir die ganze Wand da hochklettern. Das fand ich ja bei Zelda mal nervig, so eine Dinge hochzuklettern. Weil es lädt, nein. Weil du halt nicht so wie der hier so krass nach oben springen konntest, sondern ewig und 3 Tage geklettert bist. Hup, ja, noch eine Runde rum und dann geht's wieder weg hier. Das war jetzt die Ehrenrunde. So, mit Ultra müssen wir natürlich auch noch nicht labern. Das kommt ja erst, wenn wir da halt das ganze Schwert zusammengebastelt haben. Deshalb müssen wir dem jetzt noch nicht einen Besuch abstatten. Mein Kumpel, war? Na, keine Ahnung. Dann gehen wir mal schön brav weiter gucken. Was ich auf jeden Fall, also wo ich auf jeden Fall noch hin will, aber wo auf jeden Fall, ist, ich weiß gar nicht, welche Richtung das war, ne? Ich glaube aber, das war, wenn du vom Friedhof weiterläufst. Vielleicht aber auch nicht, muss ich mal gucken. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen noch reisen, so, ne? War ja klar, ist ja logisch, aber. So, wie viel Kohle habe ich eigentlich wieder? 2 Artefakte zu verkaufen. Geil. Ach so, weil ich Artefakte verkauft habe, kriege ich, ist ja klar. So, kaufen wir uns natürlich das teuerste. Das reicht noch nicht, so, und das ist teuer. Gut. Jetzt reisen wir durch die Gegend. Zu Ambosfurt. Da bin ich doch gerade, oder? Ja, da bin ich gerade. Jetzt will ich nochmal. Ich bin gerade echt am überlegen. Also erstmal gehe ich dahin. Da passiert nichts. Ich weiß jetzt eben echt gerade nicht, welcher von den beiden Punkten das ist. Aber das. Oh ja, da haben wir doch schon die Truhe. Ich wollte gerade schon noch extra die Karte aufmachen. Aber da haben wir doch schon die Truhe. Die Truhe. Wie, ich sehe noch die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Ich will dahin. Ach, da hinten. Ich sehe es gerade. Von hier aus komme ich. Nein, von hier aus komme ich da eher nicht so hin. Gar nicht, lieber erst versuchen. Da ist Lehnstein oder Zornbruchstück Truhe. Ganz praktisch, das Ding. Okay, doch, ich muss von hier aus dahin. Offensichtlich, oder? Oder was meint ihr? Anders komme ich ja doch nicht. Ich springe jetzt, ich versuche es einfach mal auf gut Glück hier hinzuspringen. Und nicht runterzufallen, meine Güte. Aber ich denke mal, das reicht eigentlich nicht. Nee, reicht natürlich gerade so nicht. Ist ja klar. Vielleicht laufe ich auch einfach mal hier lang. Ich meine, ihr sagt mir, hier ist ein Weg. Dann will ich auch meinen Weg haben. Ehrlich gesagt. Gibt's auch nicht. Also irgendwie verarschen die mich hier nach Strich und Faden. Habe ich so. Hä? Wie? So, jetzt gucke ich mir die Karte mal ganz genau an. Okay, ich hab's rausgefunden. Jetzt aber habe ich es wirklich. Ich wollte nur halt nicht bis jetzt zu weit nach da gehen, weil ich nicht wollte, dass und so. Dass ich dann außerdem durchs Portal laufe. Aber, dass sich jetzt hier der Weg aufbaut. Also doch so, meine Güte. Ich mache mir das immer wieder alles zu schwer. Wie das eben immer so ist bei mir. Weil ich immer wieder voll raffiniert vorgehen möchte und dann das Wichtigste immer übersehe. Ich dachte mir auch, ja, da sehe ich die Truhe, da muss ich nicht auf die Karte gucken. Ich hoffe das ja jetzt auch so, ne?
Wie man ja eindeutig sieht, nicht. Aber okay. Aber okay. Jetzt aber, so. Jetzt komme ich da auch ran. Ach so, und von hier aktiviert sich der Weg dann natürlich, ist ja klar. Aber da das eine Lebenstruhe ist, entschädige ich mich das ja zum Glück ein Stückchen. So ein kleines bisschen. Dann kann ich die Maske erstmal wieder ausmachen. Und dann wird weitergelaufen. Oder gerutscht, keine Ahnung, wie man es so nennen möchte. Wie man es nun sagt, tut, möchte, Quatsch, so. Ne? Stehste. So, dann gucken wir gleich mal auf die Karte. Erstmal hier draußen sind natürlich noch ein paar Truhen. Aber ich werde trotzdem erstmal kurz reingehen, einen Blick wagen. Bevor ich dann hier draußen mich umgucke. So. Aber ich denke schon, dass ich hier auch fast alles habe. Sollte ich zumindest hier, habe ich ja auch ziemlich lang rumgehangen. Ja. Sieht alles gut aus, gut. Hier können wir gehen. Und du kriegst kaputt. Genau, du kriegst kaputt. Aber die Truhen hier draußen, also die auf der Seite, dachte ich eigentlich, also schon eingesammelt. Okay, die da brauche ich eigentlich nicht. Hallo, komm her. Aber ich bin mir doch fast sicher, dass ich es eigentlich schon gemacht hatte. Soll jetzt auch nicht so schlimm sein. Dafür sind wir ja nochmal unterwegs. Boah, viel zu viele Flatter-Flatters. Ich meine, jetzt wo Tiamat weg ist, könnten die sich auch gut mal hier ein bisschen verziehen. Finde ich zumindest freundlich. So. Aber die hier habe ich glaube ich tatsächlich übersehen gehabt. Die anderen habe ich aber mit ziemlicher Sicherheit geholt. Und jetzt kommen wir da hinten noch zu einem Zylindertyp hier, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall gibt es da eine Truhe. Vielleicht aber auch ein Zylindertyp. Das weiß ich eben nicht mehr genau. Ich weiß es einfach nicht. Ah doch, ich glaube es. Ich meine es zumindest. Oh, jetzt habe ich wieder... Oh, je. Komm her. Komm. Komm her. Huch. Lasst mich in Ruhe. Ich will nichts von euch. So. Na egal. Hier müsste ein... Ja, dachte ich mir. Wirst du nicht. Eigentlich müsste ich den Zylinder... Huch. Ach, ich habe gar... Okay, ich wollte gerade sagen. Eigentlich müsste ich den Zylindertyp hier mit meinen Dingsens töten. Mit meinen Handschuhen, damit ich auch... bisschen, damit die auch ein bisschen trainiert werden. Aber okay, immerhin kriege ich jetzt nicht mehr so viel Schaden praktischerweise. Huch, komm her. Okay, ich kann mich nur an den Rand ziehen, von mir aus. Von, huch, oh, jetzt wirft er seine Zylinder, ey. Ich glaube es ja wohl nicht. Königlich, du willst königlich sein. Das glaubst du selber nicht. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir gerade hier vorstelle. Huch! Ja, ja, dir auch. Irgendwie, huch, habe ich das Gefühl, dass ich mit den Handschuhen bei dem nicht so viel Damage mache. Der blockt das irgendwie, huch, ziemlich oft ab. Weißt du was, das regt mich jetzt hier alles auf. Wieso ein Freund? Das bin doch... Oh, Alter, ein Schlag. Im Ernst? Krasser Scheiß. Vielleicht habe ich mit den Handschuhen doch ein bisschen Damage gemacht. So. Gut. Haben wir auf jeden Fall wieder schon ein paar Seelen gesammelt. Das geht ja doch dann recht zügig. Ansonsten haben wir hier alles. Ja. Ich schätze mal schon. Es wird wirklich nur noch das eine Meisterartefakt. Und ich werde das kriegen. Hoffe ich zumindest. So. Ich frage mich echt immer, wo hier über die ganze Lava herkommt, so direkt unter der Oberfläche. Nur weil es dann schön apokalyptisch aussieht, ist das trotzdem irgendwie
Okay, ich wollte jetzt nicht sagen unrealistisch, weil, ja, guckt euch das Spiel an, ne? Das ist, naja. Aber naja, es ist halt wegen Style und so. So, Wulgrim. Ich will shoppen. Das haben wir fertig. Kaufen wir erstmal den da. Gut. Bin so weise, wie ich mächtig bin, genau. Ich bin weise und mächtig und weise und mächtig. Und was nicht alles. Na egal. So, dann gucken wir gleich hier, hier. Item, Item. Nix Item. Schade. Aber uns fehlen ja noch Lebens- und Zornkerne, also Bruchstücke, Lebenssteinbruchstücke und Zornkernbruchstücke. Boah. Ich glaube, da habe ich wirklich bisher nie alle gehabt. Vielleicht schaffe ich das jetzt hier mal. Wenn ich hier noch akribisch rumlaufe und suche. Bevor ich dann halt meine Mega-Klinge schmieden lasse. Ah, ich mache mal ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch, schiebe hier sofort alles hin und her. Die eingestürzte Treppe. Hier habe ich auch keine Items vergessen. Soweit, so gut. Stirb. Du nervst und du auch. Das ist echt schade, also, wenn man seine Zorngestalt da benutzt. Nee, Wutgestalt, Zorn ist ja das Gelbe. Oh, ich verwechsel das immer so. Dass man dann halt. Ach nee, stimmt, das ist. Och, ja, weißt du was, Engel, komm her. Komm her. Und ich will deine Knarre haben. Ich will sie. Auf die Fresse. Meine Güte, wie fällt er denn aus? Oh, finishen. Bäm. Mitten in die Fresse. Ach ja, stimmt, das war ja der lustige Finisher. Bäm. So, und jetzt können wir ein bisschen Kanonen-Action machen. Huch, ach ja, schießen, ne? Sollte auch schießen und nicht nur zielen. Lasst mich alle in Ruhe, ihr Viechers. Huch. Das ist jetzt wieder so schlimm. Ich habe ja die Sensibilität hier so hochgestellt gehabt. Und das Fadenkreuz ist dann ja so mega flink. Aber geht noch. Geht noch. So, wo muss ich eigentlich? Ach, ich muss ja sogar da hoch. Okay. Dann lasse ich. So. Liegen lassen, Knarre. Genug rumgeballert. Jetzt laufen wir hier schnell hoch. So, mal gucken, wer sind denn die Handschuhe? Immer noch nicht viel weiter. Wundert mich nicht so wirklich eigentlich, aber. Ja. Kaputt! Immerhin schon mit zwei Schlägen machen wir so eine Matschi-Matschis endlich mal kaputt. Ist auch dumm, ich meine, die kann ich mit der Hand einfach so zerquetschen, aber dann, wenn ich auf die. Ja, wenn ich dann eine richtige Waffe quasi in der Hand habe. Ja, meine Hände sind natürlich auch Waffen, aber. Ne? Meine Güte, die nerven aber rum hier. Für welches Recht, ne? Euer Anführer da, euer Abaddon, ist der Böse hier. Der Böse schlechthin. Nein, nicht der Böse schlechthin, eigentlich ist ja alles so gegeneinander ausgespielt worden. Aber er ist zur Hölle übergegangen quasi, ne? Er ist auf der dunklen Seite der Macht. Er ist der Dark Vader unter den Engeln. Keine Ahnung, ne? So, quasi. Da oben sehen wir schon, da gibt's die Truhe. Och, weißt du was? Jetzt schießt er mich noch an. Das finde ich aber nicht nett. Das finde ich aber gar nicht nett. Okay, so. Das ist jetzt das vorletzte Stück, ne? Gut. Was ich mich allerdings frage, gerade so, wenn ich diesen Schatten, also in der Schattenwelt bin quasi, dann kann ich ja die Truhen nicht sehen, die normalen. Ist ja logisch. Eigentlich, weil ich ja in einer Parallelwelt quasi bin. Oder in einer Dimension, wie auch immer man das jetzt nennen will. Mich wundert nur, dass ich dann die Flugdinger benutzen kann. Das überrascht mich doch schon ein kleines bisschen. Aber okay. So, ich werde mal, ich kann hier. Warte mal. Ja, doch, ich kann hier einfach so runterspringen. Praktischerweise. So, dann wandeln wir mal wieder in der normalen Welt und gehen zu Wulgrim.
Aber bevor ich jetzt halt mir das letzte Klingenstück hole, werde ich noch mal kurz zwei, drei andere Orte aufsuchen. Also wahrscheinlich nur einen, schätze ich. Keine Ahnung. Oh, ich gehe ja schon hier durch die Gegend. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte ja eigentlich. Ja, egal. Ach, jetzt komme ich ja direkt zum Bürgeracker. Da wollte ich eigentlich sogar hin. Aber offensichtlich muss ich da nicht hin. Ne, ich gehe wieder zurück und gehe zu Vulkan da. Ich glaube, das ist doch dann kürzer. Auch wenn ich weiterhin verplant durch die Gegend laufe. Ist ja egal. Dann ist also das, was ich suche, tatsächlich auf dem Weg zur trockenen Straße. Ich glaube schon. Wo ich ja auch letztendlich hin muss, deshalb passt das ja alles zusammen. Sorry, bin gerade etwas verschluckt. Mit trockenem Munde. Ich habe sogar hier die Vulgrim-Position hier, also das Zeichen. Das Zeichen! Hä? Jetzt bin ich mega verwirrt. Ah, nein, bin ich nicht. Nein, 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 okay, wusste ich's doch richtig. Ah, dachte, ich wusste doch, Treppe runter muss doch sein. Denkt auch das komische Ding. Ich wusste doch, dass die Vulgrim-Position hier irgendwo auf der Karte angezeigt nach und an. Fahren verloren und Hilfe. Ich gehe jetzt einfach zu Vulgrim und sage nichts mehr. Diesbezüglich. Also ich sage ja schon noch was, weil ich laber hier halt vor die Gegend. Vor die Gegend, genau. Habe ich jetzt genug Seelen für. Nein. So, ich will. Ne, zum Burgerker also auch nicht. Ich will also zum glühenden Galgenturm. Beziehungsweise werde dann gleich nochmal ein Stückchen zurücklaufen. Also gleich dann. So, hier war das nicht. Stimmt, ihr müsst allgemein nochmal alle möglichen Wege erkunden. Müsste ich ja eigentlich. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich noch ein, zwei Sachen kriegen sollte. Aber okay. Erstmal hierhin. Natürlich will ich auch auf jeden Fall noch das letzte Artefakt haben. Hier ist nix. Aber ich werde dann nochmal da hineingehen. Da hinein.